Das ist der Abfluss von Frankfurt und das ist die Einkunft in Kapstadt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Schiff, wobei wir schon Kontraste sehen zwischen Armut und Reich. Das ist hier schon wieder ein Blick vom Schiff. Das ist eine Seenotrettungsübung. Und die ersten Gäste sind da, die Robben. Das ist mein erstes Bier und das ist meine Kabine. Die Kabine ist 70 Quadratmeter ausreichend. Das ist das Theater, wo die ganzen Ereignisse alle stattfinden. Das ist eine Gruppe, die immer wieder überall tätig ist. Kaserne der Briten, die noch da mit den alten Beständen, also Gebäuden, wohnt. Das ist der erste Weg zu einem Safari-Park, wobei das erste werden die Elefanten sein, die wir sehen.
eine trockene Wasserstelle und trotzdem stehen sie da drinnen und gucken, ob sie Wasser kriegen. Das ist auf dem Weg vom Bus aus, da sieht man einige Tiere, da laufen die Schildkröten, laufen da in den Parks umher. Das ist das Nelson Mandela Stadion, wo 1990 die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Das sind immer Kontrollstellen. So, jetzt ist der Beginn einer Fahrt zu einer Pinguininsel mit einem Schnellboot. Das ist auch ein Teil vorgelagerter Insel. Es sind wahnsinnig viele Komorane da. Das sind die ersten Pinguine. Das sind immer Kolonien. Erst dachte ich immer, mein Bild ist unscharf, aber die haben so komisches Kleid, dass man immer denkt, das ist alles unscharf. Nur die Älteren, die haben glatte Gewänder. Es ist unheimlich schwer, Delfine zu sehen und hier sieht man schon immer Einzelne da, die da auftauchen. Man sieht immer die Schatten. Diese kurz unter der Wasseroberfläche hinter uns her schwimmen. Jetzt kommt ein 5-Minuten-Film.
Das war ja klar. Ach, hier, ein Filmstück. Warum ja? Das waren die beiden Boote. Ich war wieder zu Hause beim Essen. Das war mein Stammplatz. Das ist ein anderes Restaurant. Hier wird Frischware nachgeladen. Das ist auch wieder ein Ausflug zu einem Dorf der Eingeborenen. Es nennt sich das Tal der Tausend Hügel. Es ist ein Zulu-Dorf, was nachgebildet ist. All die Menschen, die sind bestimmt Schauspieler. Amateurschauspieler.
daran angeschlossen ist eine Krokodilfarm. Waren sich viele Krokodile, junge, alte. Und hier ist eine Fütterung. Wahnsinn. Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Manche sehen auch so aus, als wenn sie mit dem Wolf schlafen. Ja, die sind ja hier wohl genährt. Das sind die ersten Mücken. Jetzt kommen wir zu einer Safari, wobei wir einige Tiere sehen sollten, aber die Anzahl der Tiere war wohl doch nicht so groß. Man sieht sie nach Ferne, sieht man immer noch welche. Das ist ein riesiger Park und da sind 10 Safaris Auto unterwegs. Diese offenen Wagen und man soll sich wirklich wundern, dass überhaupt sich Tiere blicken lassen. Das ist ein abgetrenntes Stück durch einen Zaun. Dahinter ist auch ein riesiger Naturpark, wo jetzt die Löwen sind. Wenn der da reinfährt, schon mit seinem Ding, kriegt er eine Pistole für einen Notfall. Kommen wirklich, man fährt da wirklich 5 Meter weit entfernt dran vorbei. Und auch hier gibt es wieder zum Empfang und zum Abschied einen Zulu-Tanz. Das ist das Oberdeck und auf diesem Oberdeck ist ein Swimmingpool, der ist nicht sehr gerade riesig, aber da das Schiff relativ klein ist, schwappt dieses Wasser immer bei hohen Wellen über und dann wird es abgelassen. Und jedes Mal, wenn es dann wieder ruhig wird, wird wieder Wasser reingefüllt. Kann man natürlich wissen, muss man natürlich wissen, dass es dann wieder kalt ist. Das ist wieder ein Blick immer auf, das ist das Coleman Scope. Das ist eine vergelassene Diamantenstadt. Das war mal die drittreichste Stadt da in ganz Afrika. Die hat Kegelbahnen, Hospital, eine Eisfabrik. Da war praktisch alles da. Man sieht hier noch die alten Häuser, die teilweise noch ganz gut erhalten sind. Bis auf das, was Holz betrifft. Das ist die Eisfabrik. Maschinen haben die alle von Deutschland. Eiskühlschränke, alles hatten die. Da bin ich wieder in meinem Reich. Da
ist jetzt eine Fahrt in die Wüste, wobei wir jetzt die größte Düne, die Düne 7, der ganzen Welt sehen. Das ist die Düne 7. Die kann man besichtigen, man kann also normalerweise raufklettern, aber bis zum Mitte Dezember ist sie gesperrt wegen Restaurierungsarbeiten. Das Hauptziel auch hier war, es gibt hier eine Pflanze, die etwa 500 bis 2000 Jahre alt sein kann. Sieht aber nicht danach aus, als wenn es sehr gut sieht. Hier geht eine Bahnlinie lang, überwiegend ist sehr schön. Geht daneben lang. Das ist die Pflanze. Die gibt es männlich und weiblich. Endlose Wüste, kann man sich gar nicht vorstellen. Auch da gab es Vögel, da waren Pärchen, sehr merkwürdig. So, jetzt besuchen wir eine Oase in dieser Wüste. Das ist eigentlich nur eine Toilettenstation für uns, weil man hat gar keine Zeit, da irgendwas zu unternehmen, hier mit der Hühnerzucht. Das ist, da es da wohl auch Wasser gibt, ist es eigentlich ganz nett. Da sind wir wieder am Rückweg. Der Fernseher war ein bisschen sehr klein. Das ist auch ein Spaß von den Kellnern hier. Die haben immer schon von Weitem gewunken, wenn sie mich gesehen haben. So, jetzt sind wir wieder in Kapstadt. Namibia ist vorbei. Und da rechts sieht man, da ist die Bergstation. Hier, da sind glaube ich Tausende, die da jeden Tag hoch wollen. Wir hatten erst einen Ausflug gemacht, so wollten wir hin. Da hieß es, wegen Wind ist gesperrt. Dann waren wir unterwegs, haben was anderes angeguckt und dann hieß es wieder, jetzt fährt sie doch. Das ist eine Gondel, diese Gondel dreht sich während der Fahrt um 360 Grad. Solche Ideen gibt es natürlich auch. Das ist der Blick. Ja, hinten in der Ferne ist das Weltmeisterschaftsstadion. Und da freue ich mich. Das ist unser Schiff von oben. Es gibt viele, viele Berge in Kapstadt und Gebirge. Nicht da, nur nach Kapstadt in Südafrika. Oder wieder Salamander, oder? Thank you.
Das ist so eine Show mit Einheimischen. Die haben Trommeln und jeder, ja, was die meisten von den Zuschauern hat auch eine Trommel. Und dann hat er die zum Trommeln animiert. Mein Rucksack war im Ohrenbus, weil wir waren anschließend nach diesem Ausflug direkt zum Flughafen. Unser Flieger ging ja um 23.30 Uhr. Da sind wieder viele, viele Pinguine. Sind sehr zutraulich. Man kann also, sind durch einen 60 cm Zaun abgetrennt. Man kann also auch da einsteigen. Nur das sehen die nicht so gerne. So, das ist jetzt der Flughafen von Kapstadt. Und das ist schon im Flieger. Und hier warten wir fast 2 Stunden auf unser Gepäck.